Ja, moin Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Grounded. Nicht wundern, heute wahrscheinlich ein bisschen später. Ich glaube, bis um 5 werde ich es nicht schaffen, aber ich habe meinen PC hochgefahren und in dem Moment macht erstmal Windows ein Update. Geile Sache. Okay, wir haben gestern angefangen, gestern kam ja nichts. Wir haben vorgestern angefangen, das Dach zu bauen. Ja, es ist soweit zu. Wir haben ja die Lösung mit dem Turm erhöhen gefunden. Heute würde ich ganz gerne mal in die Nebelzone gehen. Weil, wenn ich mich recht erinnere, haben wir die Gräben noch gar nicht alle durchsucht gehabt. Und ich denke, das sollten wir jetzt mal machen. Das heißt, wir setzen mal hier Helm auf. Schmeißen mal das ganze Zeug hier in die Kiste. Hier haben wir nochmal Müll und Spinnenfäden. Zack, alles weg damit. So. Also wie gesagt, wir gehen jetzt mal in die Nebelzone, räumen da mal ein bisschen auf, weil in den Gräben liegen ja noch ganz viele Steinchen rum und Federn und Zähne. Und ich denke, das sollten wir jetzt auch mal so langsam machen, bevor das wirklich vergessen geht. Heilung haben wir dabei. Sieht gut aus. Und ich denke, morgen werden wir dann an die obere Zone gehen, dass wir ein paar Pinien bekommen, beziehungsweise wir fangen in der Termitenzone an, dass wir erstmal massenweise Kletten bekommen. Weil wir brauchen fürs Dach 94 Kletten und 88 Pinienzapfen. Also von daher, ja. Das heißt, dann wird es morgen mal eine Folge geben, Termitenzone und obere Zone, aber da müssen wir dann komplett durch, weil die Pinien fangen ja dort an. Dann liegt da eine und da eine und da eine und da eine und das geht ja bis nach hier hinten, liegen sie überall verteilt. Aber wir müssen auch fast alle einsammeln, beziehungsweise sollten alle einsammeln, weil das sind immer so im Schnitt knapp 100 Pinienstücke, die ihr kriegt. Also so zwischen, ich sage jetzt mal 75 und 100, je nachdem variierend. Wo renne ich denn hin? Wir wollen doch in die Giftzone. Eieieiei, schon so Gewohnheitssache. Man rennt schon wieder in Richtung Picknicktisch und, ne? Ja. Und dann müssen wir uns echt mal überlegen, so langsam in Richtung Seilbahn zu gehen, weil das ist wirklich. Ja. Laufen, 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 laufen. That ant's got some moves. Och, nervt doch mal jetzt nicht. So, machen wir es nämlich ganz easy. Wir fangen hier beim Baseball an. Was haben wir da? Banner beim Sandburgturm. Also ich sehe, müssen wir auch noch mal. Haben wir noch einiges, ne? Ja, komm, ihr könnt mich mal in Ruhe lassen. So. Das heißt, wir nehmen unseren Speer, weil Minze hier oben ist so. Das Nonplusultra. Und dann gehen wir ja schon mal in den ersten Graben. Ach komm, Junge. Keine Ausdauer. Tschüss. Warum ist der gerade hoch? Ach, da war ein Rüsselkäfer. Ich wollte gerade sagen, warum ist der hochgegangen eben? Kommen sie von oben runtergesprungen, die Mistviecher. Da lag ein Rüsselkäfer. Ah. Die nehmen wir natürlich auch mit, weil wir wollen ja noch das eine Amulett bekommen. Hab ich eh so das blöde Gefühl, dass wir es wieder mal nicht bekommen. So wie immer. Not another one. Nee. Und dann müssen wir ja auch noch zur schwarzen Ameisenkönigin. Weil die können wir ja noch mal füttern. Okay, das haben wir auch. Na komm her.
Hier in dem Graben liegt nichts mehr drin. Also haben wir den wohl schon leer gemacht, ne? Ach komm. Aber hier haben wir tatsächlich schon alles irgendwie geholt. Ich war mir sicher, dass wir in den Gräben noch gar nicht drin waren. Hm. Naja gut, dann kommt jetzt der nächste Graben. Das muss nämlich auch mal gemacht werden. Da kriegen wir auch wieder alle möglichen Steinchen raus, dass wir wieder das ein oder andere hochleveln können. So, wartet mal. Das ist der Graben. Dann gehen wir mal nach da vorne. Da müsste dieser kleine Graben kommen. Aber gepiept hatte McGee, ne? Ja. Und wir haben es auf Gold. Das ist doch klasse. Läuft doch. So, das heißt, da ist der kleine Graben, also das Loch, nenne ich es halt jetzt mal. Machen wir erstmal den hier weg. So viel Müll jetzt rum. Aber gut. Wir nehmen alles mit, was wir mitnehmen können. Den kloppen wir natürlich klein. Nehmen wir auch mit. Dann Federn. Du kommst doch eh nicht runter, Mensch. So, den nehmen wir auch mit. Und dann können wir gleich schon zum nächsten Graben gehen. Ja, die Ameisenbrocken brauchen wir eigentlich nicht. Aber gut, nehmen wir mit. So, da kriegen wir schon ein Zähnchen angezeigt. Das heißt, hier ist auf jeden Fall noch ein Zahn irgendwo im Graben. Jetzt müssen wir nur gucken. Vorne der Graben. Ey, das ist mir hier so ein Durcheinander. Ah, wir haben ja hier noch das Hamsterloch. Ich glaube, da waren wir auch noch nicht drin, ne? Das ist ja der Graben, den wir durchgelaufen sind gerade. Der große, langgezogene. Ey, dann gehen wir doch mal hier ins Hamsterloch. Da ist nur Wolfi drin. Vielleicht nicht mehr. Läuft doch. Diese Mistviecher. Ach, da unten schläft eine Spinne drin. Ich würde ganz gern vielleicht... Ach nee, komm, wir lassen die Feder mal Feder sein. Ah, Licht. Wir brauchen Licht. Ja. Wir fangen von hier oben an. Ich hole erstmal die Feder. Nicht, dass die gleich weg ist, weil die können wir noch gebrauchen. Vielleicht das ein oder andere noch bauen damit.
alles erstmal wegholzen, damit sie überhaupt runterkommt. Bringt sie jetzt noch da. Ja, komm. Mich hat jemand in den Kommentaren gefragt, wie das sein kann, dass ich bei den Spinnen mit dem Katana nur 2 bis 3 Schläge brauche. Weil derjenige spielt auch auf Flauschig und braucht viel mehr Schläge, hat auch die gleichen Mutationen drin wie ich. Dazu muss ich sagen, ich weiß es leider nicht. Also keine Ahnung, was da jetzt der Unterschied ist. Aber bei mir ist ja auch benutzerdefiniert oder so gar nicht eingeschaltet hier drin. Ne? Also ich spiele ganz normal auf Flauschig. Keine zusätzlichen Einstellungen. Kann ich auch nochmal zeigen. Seht ihr, ja, ist ja alles gegraut. Und flauschig. Ja, und mein Katana ist noch nicht mal Stufe 9. Das ist Stufe 8. Deswegen manchmal ganz kurios. Aber ihr seht ja selbst, ich laufe hier durch. 2, 3 Schläge, gerade die Wolfsspinne und dann ist sie weg. Ach, jetzt bin ich wieder hier drin. Ich will doch gar nicht hier rinnen. Was ein Mist. Wir wollen nämlich hier oben rein, weil dann kommen wir eh da in die Höhle. Wir müssen ja auch hier rein, dass wir an den Punkt kommen. Und dann können wir die Höhle rückwärts zurücklaufen. Ja. Jetzt kriegen wir auch noch Schaden, weil wir ins Wasser fallen. Klasse. Ja, mit dem Speer ist doof. Katana, bitteschön. So, da sind wir beim Hamster angekommen. Alles looten. Warum habe ich die Maske da unten? Da gehört eigentlich die Schaufel hin und dann kann ich die mit meiner Schnellauswahl nutzen. Kaugummi nehmen wir auch immer mit, wenn es möglich ist, weil erstens, die brauchen wir für das eine oder andere, was wir noch herstellen können dann später. Ey, überbelichtet hier drin, ne? Aber hier liegt nichts mehr. Gut, das heißt, einmal hier raus. Dann müssen wir mal ein paar Fliegen vermöbeln. Ich würde es ja noch feiern, wenn wir hier jetzt mal das Pilzamulett kriegen. Hier ist was los, ey. Sind das Maden? Nee, das sind Larven. Und eine Made. Ah ja. Okay. Brauchen wir aber nicht. Das heißt, einmal weiter hier durch. Und schon sind wir wieder draußen. Das heißt, jetzt kommen wir zum nächsten Graben. Da liegt ja schon wieder ein Bombi. Wo ist der nächste Graben? Das machen wir jetzt mal so. Gucken wir doch mal. Da müssen wir rein, in den hier geradeaus. Den müssen wir rein. Hier hinten, das war der, wo wir drinnen waren. Da waren wir auch schon. Da waren wir. Das ist also geradeaus der Graben. Okay. Deswegen der Fotomodus immer ganz praktisch. Da kann man wenigstens ein bisschen mehr sehen. Da liegen auch schon die ersten Zähne. Sehr gut. Das Inventar ist auch gleich voll mit Fliegenmüll und Larvenmüll. Was machst du hier? Ja, jetzt ist die Frage, wo ist mein Speer? Da liegt er. Blöde Fliegen. Ich hab schon gewundert, warum ich auf einmal mit der Faust drauf haue. So, wir machen mal das Licht wieder aus. Das ist ja unerträglich hier. So, nächsten Zahn haben wir. Kies brauchen wir nicht.
Wieder kein Amulett dabei. Nee. Ich habe so das blöde Gefühl, das geht genauso wie in der letzten Staffel. Wir sammeln und sammeln und sammeln, haben wahrscheinlich dann wieder eine ganze Kiste voll mit Pilzauswuchs, haben aber nicht einmal das Amulett gekriegt. So. Aber auch hier kein Amulett dabei. Ja, zu schön. Ich habe meine Leiste da unten falsch eingestellt. Die Armbrust gehört viel weiter nach hinten. Axt und Hammer gehört nochmal einen Schritt nach vorne nochmal. Keine Ahnung, warum ich so einen Blödsinn hier wieder mache. Nehme alles mit. Nehme alles mit, wer euch nicht. Den da vorne ist auch nicht. Da ist das nächste Loch, da gehen wir rein. Ah ja. Wartet mal, ich muss mal kurz was. Müssen wir mal Müll machen. Das brauchen wir alles nicht. Ah, den Madenkram brauche ich jetzt eigentlich auch nicht. Egal. Dann ändern wir das doch gerade mal. Die muss auf die 3, der Hammer auf die 4. Normalerweise ist das Katana weg, dann habe ich den Speer, Axt, Hammer, Armbrust. Naja, muss mit damit leben. Weil das Katana zum Beispiel bringt dann später in der oberen Zone überhaupt nichts mehr. Da habt ihr gar keine Chance mehr. Katana ist eine reine Waffe für die untere Zone. 2 Federn, sehr geil. Und einen ganzen Haufen Mistbücher. Ach, die sind da oben. Ach, die schießt von da oben. Diesen Mistviecher. So. Sind wir mit den Gräben schon fast durch? Ich glaube, jetzt müsste es noch einer sein, wo wir hin müssen. Ja, und das Inventar ist auch schon wieder gleich voll. Kein Amulett. Na, müssen wir mal Richtung Nebellabor. Vielleicht droppt es da. Also da war bis jetzt immer die höchste Chance, dass ich das Amulett bekommen habe. So, der nächste Graben ist eigentlich jetzt gräbenmäßig, kann man hier die Steine entlang gehen. Da kommt mir so langsam zu jedem letzten hinteren Graben noch hin. Larven dürfte es ja auch bald keine mehr hier in der Zone geben. So, da haben wir den nächsten Graben. Da
Das ist der schon mit der Brutmutter. Okay. Erstmal die Fliegen. Ja, infizierte Käfer wollen dich loswerden. Meinetwegen. Aber euch will ich ja auch loswerden, also... Kommt ruhig alle vorbei, ich mache euch vor der Haustür platt. So, bevor die ganz kaputt sind, ziehen wir jetzt einfach mal die an. Sind wir ein bisschen langsamer unterwegs, aber dann für den Rückweg habe ich dann noch Läuselatschen und komme somit schneller heim. Alles mitnehmen, was geht. Ja. Das heißt, hier den Fliegenmist wieder weg. Eigentlich kann hier auch mal ein ganzer Stack von dem Zeugs weg. Ja, jetzt haben wir wieder den Fliegenmist einstecken und komm, wir hauen noch so ein Stack hier weg. Und noch so ein Dingens hier weg. Was kann denn noch weg? Ja, die Ameisenbrocken brauchen wir eigentlich auch nicht. Madenhaut und Madenschleim, ja, können wir eigentlich erstmal lassen. Ich denke, für die letzten paar Brocken werden die drei Slots noch reichen. So, das sieht doch schon ganz gut aus. Sieht auch gut aus. Brechen uns schon mal die Knochen hier. So, das heißt, wir sind hier durch die Gräben alle durch. Jetzt gehen wir nochmal in Richtung Nebellabor. In der Hoffnung, dass wir da vielleicht nochmal ein Amulett rauskloppen können. Ja, jetzt müssen wir einmal komplett rundherum rennen. Ah, hier haben wir noch einen Graben, den wir übersehen haben. Dann gehen wir da jetzt noch rein. Sehr gut. Zähne sind immer gut. Nehmen wir mit. Auch ein Hin- und Hergewechsel zwischen Hammer und Axt die ganze Zeit, ne? Dann wieder mal ein Speer zwischendurch. Ja, jetzt haben wir wieder Inventar voll, aber die brauche ich eigentlich nicht. Da haben wir noch ganz viele in der Kiste und die brauche ich eigentlich erstmal auch nicht. So. Ein bisschen Platz. Es wäre doch mal schön, wenn einfach mal hier ein Amulett dabei wäre. Nee. Aber nee. Ist ja normal. Gibt's nicht. Da liegt noch einer. Nee. Watch out for that Weevil. Rüssi, komm her. Hat sich ausgerüsselt. Rüssi, komm her. Hat sich auch ausgerüsselt. So, hier ist noch ein Graben, aber hier, glaube ich, waren wir hier schon drin, ne? Ja. Genau, da war ja auch das Forschungslabor. Die Forschungsstation.
Na, jetzt müssen wir irgendwie wieder darüber. Ja, Marini vorbei. Ihr müsst hier. Auch kein Amulett. Auch keins. Eine blöde Fliege. Die müssen wir gleich wieder entsorgen. Die entsorgen wir auch gleich. Dann gehen wir jetzt nochmal kurz ins Nebellabor in der Hoffnung, dass da unten was drin ist. Und auf dem Rückweg laufen wir die Terrasse nochmal entlang. Ach, seht ihr, die Mixer müssen wir ja auch noch alle machen. Eieieiei. Ja, dann bin ich mal gespannt, wenn wir dann das erste Mal die Dimension wechseln. Das kann doch interessant werden. Wenn wir dann die ersten Infused Tiere hier rumfliegen und rumkeuchen haben. Ja, danke. Blöde Fliege. Ey, ich bin hier durchgehend am Müll machen, ne? Hier Fliegenpelz brauche ich hier nicht. Der kann weg. Und das Fleisch natürlich. Hier ist ja eh nix. Spawnen die nach? Wäre ja neu. Komm, Robo. Ah ne, die gibt's ja auch nicht mehr. Haben wir ja schon alles gekillt. So ein Mist aber auch. So, weil hier ist die Chance nochmal sehr hoch. Meistens da hinten in der Ecke habe ich das Amulett bekommen. Aber ja, dann wenn man danach sucht, kriegt man es eh nicht. Das ist genauso, wenn ihr die Quest kriegt. Also ihr lauft erstmal an 5 Millionen Marienkäfer vorbei und dann kriegt ihr die Quest Töte Marienkäfer 3 Stück. Dann werdet ihr auf der Map erstmal keine finden. Das ist genau das gleiche. Nee. Nö. Hätte ja mal sein können. Nö, hier ist nix. Schade. So, dann gucken wir hier nochmal rein. Und dann können wir eigentlich so langsam Richtung Base zurück. Den ganzen Müll mal entsorgen. Diesmal kein Glück. Ja. Gratis trinken, warum nicht? Ja, es wird jetzt auch dunkel. Da hinten ist der Mixer. Den müssen wir auch bald machen. Ist er doch jetzt rausgekommen, der Kerl. So. Ich glaube, hier hinten war nichts mehr so weit. Ja, wir laufen einfach mal alles ab. Ist halt wieder dunkel, das ist immer doof. Und die brauchen wir mal kurz, dass wir die mal essen können. Hier, die können doch auch alle weg. Eieieiei. Jetzt haben wir noch ein Slot.
Wir haben den Mixer erreicht oder entdeckt. So, und hier ist noch der eine Graben. Den könnten wir nochmal schnell leer machen. Ja, machen wir auch noch schnell. Hier liegt auch noch so ein bisschen was Interessantes drin rum. Ich glaube aber, da müssten wir auch alle Gräben haben. Wir machen mal Licht. Wo denn? Jetzt einmal runterspringen und dann gleich explodieren wollen. Mistviecher. Okay. Ist halt kacke, dass wir hier wieder im Dunkeln unterwegs sind. Und Inventar ist voll. Da liegt der nächste Zahn. Nehmen wir natürlich mit. Also Gräben, muss ich immer wieder sagen, also zumindest beim allerersten Mal, wenn ihr hier die ablauft, rentiert sich schon. Weil ihr habt einige Zähne, habt ihr ja jetzt gesehen. Einiges an Quarz und Marmor. Ihr findet viele, viele Federn. Ihr findet Minze. Also die Gräben sind eigentlich nicht verkehrt. Ihr habt halt auch ordentlich was zu kämpfen hier drin, ne? So, ich glaube, hier haben wir alles, ne? Dann einmal nichts wie raus. Jetzt kommt wieder so ein blödes Jump'n'Run. Aber das geht schon. So, und jetzt muss ich erstmal rausfinden, wo sind wir hier überhaupt. Ach, hier ist die Terrasse, da hängt ein Kaugummi. Okay. Okay, dann müssen wir in die Richtung. Watch it! Speedy coming through! Mal der nächste Kaugummi. Da haben wir die ersten Bombis. Hier müsste das Zelt jetzt sein. Genau. Da kommt der Bombi bis hierher gelaufen. Was ist denn mit dem verkehrt? Weg mit dir. So, und jetzt nix wie heim. Gut, aber ich würde sagen, weil jetzt, ich denke, hier wird nicht mehr viel passieren. Hier kommt mir ja jetzt ganz easy durch das Ganze hier. Ach, am Baumstamm sind wir. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, seid so nett, lasst einen Daumen nach oben da, abonnieren, kommentieren. Ihr kennt ja das ganze Spielchen. Ich laufe jetzt erstmal heim, mach mal das Inventar leer. Und dann werden wir gucken, dass wir morgen das ganze Piniengedöns kriegen. Pinien und Kletten. Ich denke mal, dann kriegen wir das Dach mal fertig und die kleine Base wäre dann so langsam in Richtung fertig. Und dann können wir uns bald Gedanken machen, wie wir uns schön die Eiche hochbauen. Oder vielleicht auch woanders. Mal gucken. Weil wir sollten gucken, dass wir jetzt so langsam auch die ersten Seilbahnen kriegen. Weil von den Quests her haben wir jetzt schon die Yavamatic. Das heißt, wir sind schon im Endgame. Wir müssten noch den Mant nochmal machen. Und die Wespe, Wespenkönigin. Dann wäre zumindest schon mal alles erreicht, um die Dimension zu switchen. Und wie gesagt, wenn ich jetzt hier nicht alle Ordner, alle Mappen oder so habe, das ist nicht tragisch. Weil in der nächsten Dimension kann ich den Rest immer noch finden. Wie sie da geguckt.
Na gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Also, bis dann und tschüss.